Hallo, ich bin Annika und ich dachte mir, ich radel von München nach Wien. Warum? Mir war langweilig. Ich hatte Urlaub und nicht wirklich was zu tun und dann habe ich mir gedacht. Oh, ich glaube, ich radel von hier nach Wien. Zusammengefasst also 450 Kilometer in 4 Tagen, also circa 110 Kilometer am Tag. Ich meine, ich bin ja schon 4-mal in 2 Jahren 60 Kilometer gefahren und das letzte Mal vor 2 Monaten. Das schaffe ich locker. Also habe ich Vorbereitungen getroffen. Ich habe alles am Fahrrad abgecheckt, meine Reifen aufgepumpt, mir Taschen bestellt. Die eine war zu groß, die musste ich zurückschicken. Habe mir eine andere bestellt, die war immer noch zu groß. Die habe ich am Ende gar nicht benutzt, aber vielleicht benutze ich sie irgendwann mal. Oh ja, und ich habe allen, denen ich begegnet bin, erzählt, dass ich nach Wien radel. Ey, ich radel nächste Woche von München nach Wien. Cool, oder? Also wenn ich von Berlin wieder zu Hause bin, radel ich von da nach Wien. Ich fahre nächste Woche von München nach Wien mit dem Fahrrad. Doch dann Regen. Das Wetter war schlecht. Ich meine, jeder kennt's. Man steht hochmotiviert auf, weil man ins Fitnessstudio gehen will und dann guckt man aus dem Fenster und es regnet. Kann man nichts machen. Muss ich halt nächste Woche fahren. So, jetzt hat's geregnet. Eine Woche später. Fuck, ich bin krank. Naja, muss ich halt nächste Woche fahren. Hilft ja nichts. Eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen von Jakob. Jo, Annika, wir drehen am 7. Musikvideo in Berlin. Hättest du Bock, da mitzumachen? Ach so, ja. Also eigentlich wollte ich nach Wien radeln, aber okay, dann fahre ich halt noch einen Tag nach Hamburg, um mir die Premiere von Hamilton anzugucken, um dann nach Berlin zu fahren, um bei euch ein Musikvideo mitzuspielen. Gar kein Problem. Fahre ich halt nächste Woche. Es wurde immer später und somit auch immer unangenehmer, weil ich ja allen davon erzählt habe, dass ich das machen werde. Annika hat zu mir gesagt, Zitat: Nächste Woche radel ich von München nach Wien. Das war vor 4 Wochen. Ich konnte jetzt nicht fahren, aber es war auch Mitte Oktober und die Temperaturen fielen von Tag zu Tag. Also habe ich mir diese Frage gestellt: Fahre ich dieses Jahr noch von München nach Wien? Ja, ich habe es geschafft. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen genauer darauf ein, wie viel es gekostet hat, was ich dabei hatte. Eine Zusammenfassung und meine Gedanken und Notizen. Das untermalt mit Hochkant-Videos, weil ich kein einziges Querformat-Video gemacht habe. Ich habe auch keine Kamera mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich mache sowas mal erstmal mit so wenig Gepäck, wie es geht. Tag 1, ich bin irgendwie um 9 Uhr erst aufgestanden, ein bisschen gefrühstückt noch und dann bin ich auch schon losgefahren. Also genaue Abfahrtszeit war 10:11 Uhr und das Wetter war toll. Sonst wäre ich ja nicht gefahren. Es ging mega easy los, ich war super schnell aus der Stadt draußen, habe dann irgendwie nach 2 Stunden angefangen, mein Langarm-Unterhemd auszuziehen, weil es wirklich warm wurde. Und dann eben so nach 2 Stunden das erste Mal Pause gemacht. Dann habe ich so einen Riegel gegessen, war kurz pinkeln, habe dann noch Hallo zu einem Marienkäfer gesagt. Und dann bin ich auch schon weitergefahren. Die nächsten 2 Stunden, also ungefähr so 78 Kilometer hatte ich dann auf der Uhr. Dann habe ich Mittagspause gemacht und was gegessen in einer richtig urigen Botzen, würden wir sagen. Ich habe den Dialekt von dem Typen neben mir nicht verstanden. Die hatten wirklich einen argen Dialekt. Ich habe sehr oft einfach nur gelacht und ja, gesagt. Dann bin ich gestärkt weitergefahren, 1 Stunde lang, habe dann irgendwie auf Google Maps geguckt, okay, ich kann noch so ungefähr 1 Stunde fahren. Und dann halt einfach Hotel oder Unterkunft eingegeben und dann werden dir da so die Preise angezeigt. Und da habe ich einfach dann das Billigste mir rausgesucht und das gebucht. Ich habe 62 € für die Nacht gezahlt. Also am ersten Tag bin ich so ungefähr 128 Kilometer gefahren. Da habe ich dann eingecheckt. Da hatte ich so eine unangenehme Situation, weil ich gefragt habe, wo ich mein Fahrrad hinstellen kann. Und sie meinte so, ja, kannst da rumgehen hinten. Da kann man dann beim Parkplatz nochmal runtergehen und dann hinten sind so Garagen. Da kannst du es abstellen. Und ich war so, okay. Dann stehe ich da hinten und dann war das halt einfach nur so ein Fahrradständer, aber halt überdacht. Und ich war so, stand erstmal 10 Minuten richtig unsicher in diesem Innenhof, weil ich so schüchtern war. Und gedacht habe, so, ich kann doch jetzt nicht fragen, ob ich es mit aufs Zimmer nehmen kann. Dann habe ich sie gefragt, ob ich es mit aufs Zimmer nehmen kann. Und sie hat gesagt so, du tust einfach so, als hätte ich nichts gesehen oder gesagt oder gehört. Und ich war so, okay. Und dann habe ich mein Zimmer mit aufs Fahrrad genommen. Dann habe ich mein Fahrrad mit aufs Zimmer genommen. Das ist schon das Praktischste, weil dann muss ich die Taschen nicht abbauen, kann halt so am Fahrrad gleich alles rausnehmen. Ansonsten wuschelt man da immer rum und bis die Taschen fest sind, das ist auch immer richtig nervig. Dann war ich da noch zu Abendessen, habe mir Bruschetta und Spaghetti aglio e olio gegönnt. Danach war mir schlecht. Keine Ahnung warum, irgendwie 5 Tonnen Knoblauch gegessen. Dann bin ich auch relativ schnell ins Bett gegangen und konnte absolut nicht schlafen. Es war richtig schlimm, die Nacht. Einmal lag ich auch kurz so auf dem Bauch. Fast im Halbschlaf habe ich so angefangen, den hier zu machen. Einmal. Und ich war so, nee, jetzt schalte ich schon im Schlaf. Also rechts ist die Schaltung. Hier. Und das habe ich im Schlaf gemacht. Ich so, nee. Naja, aber irgendwie habe ich die Nacht schon auch überlebt. Dann bin ich am nächsten Tag recht früh aufgestanden, weil ich gedacht habe, so, boah, okay, heute fetze ich richtig viele Kilometer durch. Bin um 9:09 Uhr losgefahren. Und mein Ego dachte sich halt so, easy, ich packe das alles in 3 Tagen, weil der erste Tag so gut funktioniert hat. Dann bin ich erstmal losgefahren und habe meine Trinkflaschen im Hotel stehen lassen, weil sie so am Waschbecken standen. Egal, ist mir nach 1 Kilometer aufgefallen, war nicht so tragisch. Also Tag 2 war absolut
beschissen. Es hat irgendwie über Nacht geregnet und dann liegt ja auch schon überall Laub rum und dann war es so matschig. Ich meine, zum Glück hat es währenddessen nicht geregnet, aber es war alles nass, feucht und kalt. Dann war der Radweg auch erstmal richtig ätzend, so durchgehend an der Bundesstraße entlang. Da konnte man zum Glück halt noch gerade daneben fahren, aber ansonsten irgendwann musste ich halt wechseln, weil dann Kies kam. Aber ich war schneller als dieses Gerät. Da fand ich mich auch wieder kurz cool. Das hat nicht lange angehalten. Ich dachte dann, okay, ich mache es jetzt so, dass ich heute alle 2 Stunden Pause mache. Einen Apfel und einen Riegel gegessen. Dann ging es wieder weiter 2 Stunden lang. Und ich dachte, mega geil, direkt auf dem Weg, ein Gasthaus. Es ist 14 Uhr, ich mache jetzt hier Pause. Geh halt rein, denk mir so, voll schön, voll warm. Und die so, na, wir haben jetzt keine Küche mehr. Ich glaube, ab 14 Uhr ist Ende mit Küche. Und ich war um 14.05 Uhr drin. Dann war ich kurz schlecht gelaunt. Gut, dann fahre ich halt noch 20 Kilometer bis zum nächsten Gasthaus. Scheiße. Dann bin ich zum Supermarkt gefahren und habe mir richtig geil Hummus, eine Banane und 2x irgendwas mit Gluten gegönnt. Zu dem Zeitpunkt ging es mir auch schon nicht mehr gut. 80 Kilometer hatte ich ungefähr schon zu dem Zeitpunkt. Wollte aber eigentlich mindestens 140 machen. Dann habe ich mir da das Hotel für die Nacht gebucht in 60 Kilometern. Also mir selbst gesagt so, ja kacke, wenn ich jetzt schlafen will, dann muss ich halt noch 60 Kilometer fahren. Und dann bin ich weitergefahren. Kaum losgefahren war es halt schon so direkt wieder bergauf. Also die Strecke war einfach hart. Es ging durchgehend bergauf und bergab. Und die letzten 60/30 Kilometer waren halt die härtesten Kilometer überhaupt. Und alles an der Bundesstraße gefühlt. Das einzig Coole daran war, dass es dann natürlich auch irgendwann dann wieder bergab gehen muss. Und da habe ich richtig runtergefetzt. Richtig dumm und richtig gefährlich auch, das zu filmen, Annika. Das macht ihr bitte nicht nach. Das ist nicht cool. 63,4 km/h. Alles nur wegen der schnellen Brille. Cool. Und dann bin ich angekommen. Nach 6,5 Stunden auf dem Fahrrad sitzen und nach 8,5 Stunden unterwegs sein. Dann wieder die unangenehme Situation. Hey, wie ist das mit dem Fahrrad? Gehen wir gerade durch den Garten. Okay, perfekt. Super, danke schön. Das war eh voll okay, da war niemand und das war echt recht sicher. Ich hatte ja nicht mal ein Schloss dabei. Dann musste ich die Taschen abbauen, habe die mit aufs Zimmer genommen und dann bin ich ins Bett gegangen. Immer so um 11 oder 12. Richtig brav. Dann Tag 3. Am dritten Tag habe ich dann meine Wehwehchen extrem gespürt alle. Also mein Arsch hat extrem wehgetan natürlich vom Sitzen. Dann habe ich immer noch hier irgendwie, wenn ich mein Bein ausstrecke, tut es extrem weh. Also es zieht hart und mein linkes Knie zerreißt mich. Und es ging direkt bergauf. Ich fahre noch nicht mal 10 Minuten. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Dann dachte ich, okay, vielleicht wird es besser. Wurde es nicht. Ich werde langsam richtig hart sauer. Das ist der 5. Berg und es sind 2 Stunden rum. Und irgendwann habe ich dann so 2 Radfahrende überholt in so roten Jacken, recht auffällig. Dann hat er mich irgendwie richtig krank über so einen Hügel geschickt. War auch mega süß, weil da war irgendwie so eine Art Villa, Schloss, keine Ahnung, war eine coole Ansicht, aber es waren halt auch irgendwie 5000 Höhenmeter schon wieder. Dann bin ich wieder runtergefahren und dann waren die vor mir wieder. Und ich war so, irgendwas stimmt hier nicht. Dann bin ich angehalten, irgendwo 500 Seelendorf angehalten. Da war zufällig ein Café. Da hatte aber gerade nur der Verkauf vorne so ganz kleiner Laden geöffnet. Und dann kam so eine Frau und ich war so völlig verfroren. Haben sie auch Kaffee? Und sie so, komm, ich mach dir einen. Gehst hinten rum, ich sperre für dich auf. Und dann hat sie für mich das ganze Café aufgesperrt. Ich liebe diese Frau. Sie hat mir wirklich, ohne sie wäre ich halt wirklich heulen gegangen. Ich sag's euch. War ich so froh, dass ich so einen warmen Kaffee bekommen habe. Und dieser Zwetschgenkuchen war auch richtig lecker. Egal, auf jeden Fall habe ich dann da angefangen, bei meiner App zu gucken, was habe ich bitte falsch eingegeben, dass es die ganze Zeit so Höhenmeter reinballert. Und ich habe das alles mit Komoot geplant. Und da kann man ja angeben, Rennrad. Und ich dachte, ja, Rennrad, weil ich brauche asphaltierte Straßen halt. Ich kann ja nicht auf Kies fahren mit meinen Rennradreifen. Dann hat er aber diese Strecken generiert, wo ich gedacht habe, so, hä, will er, dass ich geile Strecke bekomme mit so Bergauf- und Abfahren und cooler Ausblick und so? Oder sucht er mir die schnellste Strecke raus? Und es war halt Ersteres. Und dann dachte ich mir, ich kann nicht mehr, ich kann das so nicht durchziehen. Und dann habe ich einfach Fahrrad angegeben. Und dann hat er mich auf einmal an der Donau lang geführt. Und es gibt ja diesen Donauradweg. Das wusste ich natürlich schon irgendwie. Ich dachte aber, der Weg ist scheiße. Aber er ist komplett asphaltiert. Na egal, auf jeden Fall bin ich dann ab da
an der Donau lang gefahren und es war richtig toll. Dann kam die Sonne raus, dann bin ich angehalten, habe die größte Pizza meines Lebens gegessen und hatte sogar wieder kurz Spaß. Dann kam irgendwie super kranker Gegenwind die ganze Zeit und irgendwann bin ich dann weg vom Donauradweg, weil ich mir mein Hotel einen Tag vorher gebucht habe, ohne zu wissen, dass ich jetzt meine Route ja anders geplant hätte. Deswegen musste ich noch nach St. Pölten fahren. Und dann war der Radweg aber so kacke, weil ich Fahrrad angegeben habe, dass er mich über Kies-Sachen geschickt hat, dass ich mit meinem Rennrad über Kies fahren musste. Der Weg ist das Ziel. Irgendwann bin ich auch angekommen. Nach 110 Kilometern. Das Hotel war mega cool. Der Typ hat gesagt, ja klar, kannst dein Fahrrad mit aufs Zimmer nehmen. Und dann hat mir noch eine Zuschauerin geschrieben, dass sie am nächsten Tag morgens ab 6 Uhr im Café Emmy arbeitet in St. Pölten. Und sie mich gerne einladen würde. Mega geil. Ich wollte eh in den Café gehen, weil ich kein Frühstück im Hotel dabei hatte. Hab echt gut gefrühstückt. Danke nochmal fürs Einladen. War richtig süß. 60 Kilometer noch nach Wien. Quasi ein halber Tag für mich, ne? Das ist ein Katzensprung. Dann bin ich komplett 3 Stunden durchgefahren. Ohne Pause. Ich dachte mir so, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach ankommen und pff. Dann war ich da. Um 12 Uhr mittags. Und dann war das an mir irgendwie so schnell an diesem Tag, dass ich so da saß und dachte so, hä? Okay, ich bin jetzt von München nach Wien geradelt. Okay, so ein großes Ding war es jetzt auch nicht. Das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Und ich finde es jetzt auch gar nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie cool ich es gedacht habe, finden zu werden. Genau. Das war die Geschichte, wie ich nach Wien geradelt bin. Was hatte ich alles dabei? Nicht so viel. Also ich hatte wirklich vorne nur eine Tasche und hinten eine Tasche. Die sind von Ortlieb, die ich mir online bestellt. Sind recht teuer, aber waren mega gut. Haben super gehalten, hat überhaupt nicht gestört oder so. Ich hatte eine Hose dabei, 4 Socken, 3 Unterhosen, 2 normale T-Shirts, ein Sweatshirt, also mein Boldwin-Sweatshirt. Es gibt jetzt einen neuen Shop übrigens. Da könnt ihr draufklicken und da gibt es noch ein paar Boldwin-Sweatshirts, da kommen jetzt aber auch wieder bald neue. Kurzarm-Trikot, ein Langarm-Trikot, ein Unterhemd in lang, meine Radlerhosen, die Beinbedeckung, Handschuhe, 3 Ladekabel für mein Handy, meine Apple Watch und mein Navi, das ich vorne am Fahrrad hatte. Und mein Kulturbeutel, da war halt Zahnbürste, Zahnseide, Zahnpasta, eine Creme, Deo, meine Rennradschuhe und ein normales Schuhpaar, meine Mütze, mein Geldbeutel, ein BH, meine schnelle Brille, 8 so Proteinriegel, eine Luftpumpe, ein Schlauch, Flickzeug und ein Reifenheber, Taschentücher, meine AirPods und natürlich meinen Helm. Was ich davon nicht benutzt habe, war mein festes Shampoo. Aber einfach, weil ich halt die ganze Zeit im Hotel war, da halt immer Shampoo war. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, was mir gefehlt hat, war Sonnencreme. Einfach fürs Gesicht, wenn man darüber nachdenkt, richtig dumm. Ich war halt irgendwie 9 Stunden am Tag draußen und habe mich halt nicht eingecremt. Und dann jetzt noch finally zu den Kosten, weil auch viele Fragen. Ich habe das Fahrrad auch mal verlinkt in der Videobeschreibung. Die Rennradklamotten, die ich alle dabei hatte, sind von Rafa und von Lecol. Kommen auch so ungefähr auf 300 Euro. Das ist die Ausrüstung und was ich alles für den Trip gezahlt habe, war 5 Euro Lidl-Frühstück, dann 5 Euro bei der süßen Dame, die mir extra aufgesperrt hat. Dann war ich 7 Euro nochmal Mittagessen beim Supermarkt. Das erste Mal Mittagspause habe ich 15 Euro gezahlt. Am ersten Abend im Hotel 14 Euro. Am zweiten Abend 23 Euro und am dritten Abend 17 Euro. Dann habe ich noch einmal Mittagessen am dritten Tag. Das hat mich 10 Euro gekostet. Das Frühstück in St. Pölten habe ich ja umsonst bekommen. Für die 3 Hotels habe ich insgesamt 195 Euro gezahlt. Das kommt auf ca. 300 Euro insgesamt. Und ich habe mit echt mehr gerechnet. Wenn man da jetzt noch überlegt, okay, ich habe mir das Bahnticket nach Wien hin gespart. In Wien habe ich bei einer Freundin geschlafen, das heißt, da musste ich eh nichts zahlen. Und fürs Ticket zurück habe ich 85 Euro gezahlt mit Fahrradmitnahme. Also 385 Euro für den Trip. Für 4 Tage lang Spaß und Freude. Fazit, würde ich es nochmal machen? Ja, schon. Hatte ich Spaß? Nicht so wirklich. Wenn ich es wirklich ehrlich runterbrechen müsste, hatte ich, oder sagen wir 60% der ganzen Reise, keinen Spaß. Aber ich würde es sofort nochmal machen, weil es schon cool ist. Also man hat dann irgendwie so ein Ziel und eine Aufgabe und man steht auf und denkt sich so, bam, ich radel jetzt nach Wien. Schon cool. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die in die Kommentare stellen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Da kommt jetzt auch demnächst eins. Ich hatte nämlich schon auch ein Ziel. Jetzt. Ein neues Ziel. Aber ich verrate noch nicht, was ich machen muss. Das war's. Danke fürs Zugucken. Okay, tschüss.